Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen, dem Kanal mit Tipps und Tricks und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, damit das schönste Hobby der Welt noch ein kleines bisschen einfacher wird. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man einen Bund mit Gummizug nähen kann. Viel Spaß! Viele haben Angst davor, eine Hose mit Reißverschluss zu nähen, weswegen sie dann einen Schnitt wählen mit Bund und Gummizug. Diesen Bund mit Gummizug findet man aber zum Beispiel auch an Leggings oder auch an Röcken. In diesem Video zeige ich dir jetzt eine Variante, wie du auch später noch ganz einfach das Gummi verändern kannst. Das ist besonders praktisch bei Kindersachen, denn wenn die Kinder hier zu schnell wachsen, kann man hier gut das Gummi nochmal nachregulieren, sodass die Sachen dann später auch noch etwas länger getragen werden können. Wie das im Einzelnen funktioniert, zeige ich dir jetzt und wenn dir das Video gefällt, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch oder was Nettes unten in den Kommentaren. Das ist jetzt die Hose, an die der Bund angenäht werden soll. Der liegt jetzt hier doppelt und an dieser Seite ist die Kante offen. Das soll jetzt hier geschlossen werden, aber nicht komplett, sondern nur bis zur Hälfte zusammennähen. Hier ist es jetzt zur Hälfte zusammengenäht und der andere Teil bleibt offen. Jetzt muss ich den Bund erstmal links auf links zur Hälfte falten. Und damit mir das nicht überall aufspringt, mache ich rundherum schon mal ein paar Klammern dran. Hier an der offenen Stelle klappe ich jetzt die Nahtzugaben nach außen und kann somit den Bund auch zur Hälfte links auf links zusammenlegen. Hier ist jetzt also eine Öffnung nachher für das Gummiband. Damit der Bund jetzt gleichmäßig angenäht werden kann, verteile ich mir meine Markierungen noch so, dass sie jeweils gleich weit voneinander entfernt sind. Das nennt man Vierteln. Die Markierungen kommen jetzt hier jeweils an die vier Nähte von der Hose und ich beginne so, dass ich die offene Kante hinten haben werde. Das lege ich mir jetzt so rechts auf rechts von außen hinten an die Naht dran, dass die geschlossene Seite auf die Hose zeigt. Das heißt, hier die offene Seite liegt jetzt Richtung Tisch. Die anderen Markierungen kann ich mir jetzt auch noch entsprechend dann verteilen, einmal vorne und die beiden seitlichen Markierungen. Damit es mir beim Annähen gleich nicht verrutscht, fixiere ich mir auch noch die Zwischenräume direkt mit. Jetzt kann ich mit der Nähmaschine oder auch der Ovi einmal komplett außen rum. Hier bei der Öffnung muss ich jetzt aufpassen, dass die beiden Kanten möglichst nah aneinander liegen. Ja, und jetzt versucht der Nähfuß hier mir das gerade etwas umzuklappen. Deswegen muss ich hier nochmal eben den Nähfuß ein bisschen hochheben und das Ganze nochmal glatt legen. Und auf diese Art und Weise gehe ich jetzt einmal den kompletten Bund rundherum. Jetzt kann das Gummiband mit einer Sicherheitsnadel hier in die Öffnung reingeschoben und einmal rundherum eingezogen werden. Bei so einem breiten Bund wie diesem hier empfiehlt es sich auch eher ein etwas breiteres Gummi zu nehmen, damit es sich in dem Bund nämlich nicht immer wieder umklappt. Wenn ich das Gummi einmal durch den Tunnel durchgezogen habe, dann werden die beiden Enden entsprechend der Maße, die ich brauche, dann übereinander liegen, zusammengenäht. Und wenn ich später noch etwas mehr weiter haben möchte, kann ich diese Naht dann entsprechend öffnen und etwas weiter zusammennähen. Wer mag, kann die Öffnung dann noch mit ein paar Stichen mit der Hand schließen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachnähen und falls du es nicht sowieso schon getan hast, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wenn du auch noch zusätzlich das Glöckchen aktivierst, erhältst du immer Benachrichtigungen, wenn es wieder ein neues Video von mir gibt oder auch, wenn ich einen Livestream starte. Ciao!